Ja. Dann halt du noch Minsk. Ups. Na, jetzt haben wir alle unsere Heilzauber wieder verbraucht. Führt mich an, mein Freund. Stürz dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. So, ich sag mal die zwei Hände ein. Weil zwei Hände müssten was wert sein eigentlich. Oh. Schicke Waffen. Kugel der Unverwundbarkeit. Schutz vor dem Bösen. Und ja, Minsk hat sich als einziger irgendwie keine Sorgen um Eri gemacht, obwohl er... Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. ...gerade eben so überreagiert hat. Kurzschwert, Kurzschwert. Kann mal zu ihr. Die sind nämlich nicht so schwer. Pfeile plus 1 zum Keldorn können sie nicht, also müssen sie zum Minsk. Noch mehr Pfeile. Plus 1. Kugel der Unverwundbarkeit. Schutz vor dem Bösen. Befindet sich bereits im Zauberbuch. Gut. Ich glaube, ich habe sogar bei irgendjemandem Massenschutz vor dem Bösen drin. Kann das sein? Ja. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. Gut, dann können wir jetzt zur Festung gehen. Wir werden hoffentlich nicht nochmal überfallen. Werde ich gebraucht? Hier sind wir. Moment, hier ist eine Palisade. Da haben sich unsere Wachen zurückgezogen und die Burg ist gefallen. Sie wird nun schwer zu retten sein. Die Palisade befindet sich im Westen. Ich denke, ihr solltet mir einfach sagen, was uns erwartet. Verdammt, in Ordnung. Ich will wissen, was uns erwartet und ich will es jetzt wissen. Ich kann keinen weiteren Schritt mehr machen, solange ich nicht weiß, gegen was wir antreten. Ich werde nicht blind in die Sache stolpern. Was erwartet uns? Ich hätte es euch schon früher sagen sollen, aber andere weigerten sich, mir zu helfen, nachdem sie es erfuhren. Wir werden von Trollen belagert. Der Hauptangriff begann vor einigen Nächten. Noch schlimmer, sie scheinen von irgendwelchen Schlangenwesen begleitet zu werden. Yuan-Ti? Ich habe es etwas noch nie gesehen, aber ich schätze, ich habe noch nicht viel gesehen. Trolle sind schon reichlich gefährlich. Ich habe gehört, dass man sie nur mit Feuer oder Säure dauerhaft töten kann. Über die anderen Kreaturen weiß ich nichts. Vielleicht wurden sie von Elfen aus dem Norden hierher vertrieben oder vielleicht von den neuen Siedlern südlich von Tethyr. Ich kenne ihre Zahl nicht, ich weiß nur, dass wir meine Familie retten müssen. Wir brauchen mehr Informationen, ein Frontalangriff würde zu einem Gemetzel führen. Wir wissen weder, wie viele es sind, noch ob überhaupt jemand am Leben ist, den wir retten können. Ich glaube nicht, dass ich mich dafür verpflichtet habe, ihr werdet jemand anderen zur Hilfe holen müssen. Ja, wir brauchen mehr Informationen. Ihr könnt euch nördlich der Palisade durch eine Geheimtür die Burgmauer einschleichen. Ich bin dort immer nachts hinausgeschlüpft. Tantchen hatte zwar was dagegen, aber das war mir egal. Wir sollten bald aufbrechen. Warten verschlimmert die Sache nur. Ich werde versuchen, die Führung zu übernehmen, soweit wir drin sind. Nachdem wir Dalsson gefunden haben, können wir uns auf die Trolle konzentrieren. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ja. Sind das Pfaue? Nee, Fasane. Okay, wir gucken uns jetzt erstmal hier außerhalb um. Oh. Schwert mit dem Schwert zu Minsk redet mit dem Hasen. Und lang zu leben. Hase hat nichts zu sagen. Ja, keine große Herausforderung. Okay, die Zugbrücke ist eh oben. Wir kommen also nicht einfach so rein. Ja, und das hier sieht eh nicht gut aus. Wobei, naja gut, Trolle sind nicht so dumm. Eistroll.
flickst. Okay, Eistroll können wir nicht so töten. Also töten wir ihn so. Das war entweder ein Nachzügler. Minsk, trete zur Seite. Hallo Elch. Hier kommt die Gerechtigkeit. Hey, was möchtet ihr? Elch hat nichts zu sagen, gut. Noch ein Eistroll? Spür die Hand der Gerechtigkeit. Rache ist mein. Rache ist mein. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Kannst du Feuer schauen? Nö. Kann nur Hast einsetzen. Lasst mich bitte helfen. So, Eistroll ist auch tot. Der zweite. Okay, hier geht es hinten rum. Also ich will erstmal das Umfeld sondieren, sage ich mal, bevor ich zur Palisade gehe. Falls die Palisade nur eine Ablenkung ist und das hier ein Hinterhalt ist. Ich frage mich aber echt, wie es die Trolle reingeschafft haben. Ja gut, sie haben UNT dabei, stimmt. Die sind wahrscheinlich irgendwie nachts über die Burgmauern hoch. Oder vielleicht sogar waren sie so dreist sind tagsüber die Burgmauern hochgeklettert. Den UNT würde ich das zutrauen. Also, UNT sind Schlangenmenschen. Und eigentlich ziemlich gefährliche Gegner. Jeder Hamster hat mal seinen großen Tag. Er hat zwei Vampir. Das trifft sich gut. Ja, keine große. Ich dachte vielleicht Minsk hat Johann Tier als Erzfeind. In Icewind Dale 1 ist es halt praktisch, als ersten Erzfeind Johann Tier auszuwählen. Wenn man einen Waldläufer im Team hat. Und ja, die haben hier wirklich ziemlich klar machen wollen, dass wir uns verkrümeln sollen. Ein echter Troll. So, hau den tot und gut ist. So können wir das nämlich auch effektiv machen. Einfach Yahira, die dann tothauen lassen. Also ja, Trolle gehören zu der gefährlichen Art von Gegnern. Und vor allem zu einer der nervigeren Art von Gegner. Wie lange hebt eigentlich die Feuerklinge? Vier Runden plus eine Runde pro zwei Stufen. Das ist nicht gerade viel. Ist nämlich schon abgeklungen. Oder aber auch Zeit. Was immer ihr da ist die Palisade, die wird auch vom Menschen bewacht. Was gut ist. Da ist es, scheint es schon mal kein Hinterhalt von Trollen zu sein. Dann gucken wir jetzt mal hier oben.
Na, hier ist nicht mehr viel zu gucken. Okay. Ja, Wächter der Familie, der Anriss. Der Anise. Seiteneingang, ja. Schön, dass der markiert wird. So, da gehen wir mal im Eiltempo nach oben und hoffen, dass unterwegs nicht wieder ein Troll oder so gespawnt ist. Das wäre nämlich lästig. Dumm. Sieht bis jetzt aber nicht so danach aus. Das ist halt ein bisschen blöd im Kartenbildschirm. Man sieht keine Feinde. Die Pflicht ruft. Ich verstehe. Beziehungsweise man sieht halt nicht, ob man Feinden begegnet ist. So. Und einfach weil ich es kann und weil ich die Maps so sehr mag in dem Spiel, versuche ich so viel wie möglich aufzudecken. So, zurück zur Palisade. Mal abgesehen von der Burg selber haben wir ja jetzt alles aufgedeckt. Das fand ich zum Beispiel auch in Kerzenburg ein bisschen schade, dass wir da nicht alles aufdecken konnten. Dumm. Wie sieht es eigentlich aus so mit Erfahrungspunkten? Ja, Keldon hat schon ein paar gekriegt. Und Minsk auch. Sehr gut. Dumm. So, wir sind bei der Palisade angekommen. Ja, natürlich. Einen guten Tag. Ich kann nicht glauben, dass der Fürst und seine Schwester da drin überlebt haben. Sie müssen tot sein, bestimmt. Und vielleicht ist das sogar eine Gnade. Einen guten Tag. Warum haben die Trolls überhaupt angegriffen? Warum hier? Das macht doch keinen Sinn. Was wollen die? Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. So, du bist Hauptmann Arad. Stellt nichts Blödes an, dann kriegt ihr auch keinen Ärger. Wir helfen euch hier, also seid gefälligst ruhig. Ja, Kumpel? Tja, euch hat Herrin Naya also mitgebracht, damit ihr uns helft, was? Und ihr werdet bestimmt eine Hände voll zu tun haben. Und wer bitteschön seid ihr? Ich bin Hauptmann Arad, Garnisonskommandant unter Fürst der Arnise. Bis uns die Trolle vertrieben haben. Die ihr hier seht, sind die, die überlebt haben. So, Herrin Naya könnte alles sein, was von der Familie übrig geblieben ist. Ich habe versucht, Fürst der Arnis und seine Schwester zu finden. Aber... Oder der Arnais, oder wie man das auch immer ausspricht. Aber es ist mir nicht gelungen. Naya könnte die letzte sein. Warum? Was wird geschehen, wenn Naya stirbt? Dann wird das Land an die Ronalds fallen. Trotz ihrer Einwände ist die Herrin Naya einem Ronal anverlobt und sie werden das benutzen, um Anspruch darauf zu heben. Ich verspüre jedoch nicht den Wunsch, für sie zu arbeiten. Das ist eine Familie mit ausgesprochen grausamen Neigungen. Ich könnte es nicht ertragen, nachdem ich so lange Jahre einem ehrenwerten Mann gedient habe.
Was könnt ihr mir über das, was hier vorgefallen ist, erzählen? Hat Herrin Nalia euch nicht gesagt? Wir wurden 2 10 Tage zuvor von Trollen und Yuan Ti heimgesucht. Also ja, Yuan Ti. Sie hatten tunnelgrabende Tiere bei sich, sodass wir von oben und unten angegriffen wurden. Oh Gott. Was für tunnelgrabende Tiere. Es gab wirklich wenig, was wir hätten tun, was hätte getan werden können. Der Gang ging von Raum zu Raum und wir verbarrikadierten uns, wenn es nötig war. Wir haben praktisch bis zum letzten Mann gekämpft. Sobald Fürst der Andres verschwand, war es hoffnungslos. Ich versuchte ihn zu finden, aber da war nichts zu machen. Die wenigen Soldaten, die übrig geblieben waren, nach draußen zu bringen, war anstrengend genug.